Ja, das ist natürlich besondere Freude für mich, dass zwei so erfolgreiche Pferdezüchter, der eine aus Coesfeld-Rosendahl und der andere aus Holland kommt, in der Nähe von Herzogenbosch, einmal mein Freund Tenne Averdijk und das ist Egbert Schepp. Egbert Schepp ist auch einer der erfolgreichsten holländischen Züchter überhaupt, muss ich sagen. Er ist im Vorstand vom KWPN und hat so viele erfolgreiche Pferde gezüchtet und war gerade sehr, sehr erfolgreich auch in München. Genau wie Tenne Averdijk, der auch aus der Landwirtschaft kommt, genau wie wir das machen und einen hoch erfolgreichen Zucht- und Ausbildungsbetrieb betreibt neben seiner Landwirtschaft. Und ihr seid ja sicher hoch motiviert, weil ihr beide so erfolgreich in München wart. Wie war das in München für euch? Ja, München. München war für mich jetzt sehr erfolgreich. Also ich hatte einen jungen Casino Grande Havana Club Cornet mit, den ich bei der Vorauswahl hatte, sich schon sehr gut gezeigt. Ich fand den ganzen Sommer schon immer richtig gut, so in der Weide. Einfach ein besonderer Hengst. Und der hat alles richtig gut gemacht da, dass er auch, glaube ich, verdient Siegerhengst geworden ist. Und wir beide haben ja auch miteinander nochmal telefoniert. Man ist dann ja auch nervös, wenn man da dran ist. Man hofft ja, dass so ein Junghengst auch das zeigt, was er kann. Aber das hat er gemacht. Und das muss ich sagen, war überragend. Und wir haben uns alle sehr gefreut, dass du den Siegerhengst gehabt hast. Und wenn ich noch mal daran erinnern darf, du weißt selber, wenn du im Frühjahr kommst zu uns, du bringst meistens zwei deiner jungen Stuten hierher, dann setzen wir uns da ins Sofa und dann überlegen wir, was machen wir. Und ich versuche ja auch immer als Hengsthalter bei den jungen Hengsten denen die besten Stuten zu geben. Und da haben wir uns damals, glaube ich, beide überlegt, dann nehmen wir mal Casino Grande, oder? Genau, ich bin sowieso einer, der gerne Junghengste nimmt, weil ich immer meine, dass die Zucht muss weitergehen nach vorne und nicht immer nur auf die berühmten Fernsehhengste oder so, wie man das so sagt. Und ein junger Hengst ist immer wieder ein Vorsprung. Man freut sich immer wieder übers Fohlen und man sieht, dass es weitergeht damit. Und ja, ist so. Und dann haben wir ja natürlich noch einen, der ganz erfolgreich ist, Egbert. Und da muss ich sagen, du hast ja Herakles, das ist unser gemeinsamer Hengst. Ja. Den hast du mal von Fechter aus mitgenommen, weißt du noch damals? Den weiß ich noch. Das weißt du noch, als er bei der Vorauswahl mal nicht mitgenommen wurde, das macht ja auch nichts. Der ist dann nach Holland gegangen und hat bei dir eigentlich eine ganz schöne Karriere gemacht. Ja, das hat er. Und das war auch wirklich gewaltig. Und da muss ich sagen, was die Nachzucht von Herakles angeht, ich besuchte dich ja öfter mal im Winter in deiner schönen Anlage. Und dann hast du mir letztes Jahr schon mal einen gezeigt, einen Fuchshengst, den du selbst gezogen hattest. Und das war sensationell, wie das Pferd sich bewegen konnte und wie der freispringen konnte. Und ich glaube, du hast jetzt auch was mit zum KWPN, ne? Oder wie ist das? Ja, das war ein der besten Pferde von der Vorauswahl bei uns. Das ist wirklich ein fantastisches Pferd. Der bewegt sich wie ein Top-Dressurpferd. Die ist schön, wie man malen kann. Und der springt abnormal. Und das war eben auch bei dem jetzt hier in München, den ich gesehen habe, das war ganz gewaltig. Und was ich auch super fand, war die Reaktion. Der hat, glaube ich, einmal in der Reihe vorne einen kleinen Fehler gemacht und wie er das umgesetzt hat und das durchgezogen hat. Und du warst nicht nur mit dem einen, sondern auch noch mit dem Nixon, ist auch deine eigene Zucht. Und auch ein Junghengst. Auch ein Junghengst. Und wie macht ihr das zu Hause? Macht ihr auch viel Embryo-Transfer? Nehmt ihr ältere Hengste, nehmt ihr jüngere Hengste? Was ist deine Philosophie? Die Philosophie ist, man muss erst eine ganz gute Zuchtstute haben und dann kann man, weil wir reden immer über Hengsten, aber man muss die richtige Hengst bei die richtige Stute kriegen. Das ist und sehr, das, sehr wichtig. Da bin ich auch bei dir, Tönne, du sicher auch, wenn wir reden immer noch von den Hengsten. Ich glaube, 60% der Vererbung ist sicher die Stute und ihr beide habt einen unwahrscheinlich guten Stutenstamm. Und wie habt ihr den über die Jahre so gut hingekriegt? Wie habt ihr das gemacht? Meistens von Sportpferden, die oder aus dem Sport gegangen sind, weil die alt waren oder eine Blessure hatten. Und dann hat das so, dass wir die mit dem besten Nachzucht so viel gebraucht haben. Ja. Aber das ist mir vielleicht gut zu sagen. Mit Junghengsten, ich habe einmal vier von meinen besten vierjährigen Stuten bei Joris de Brabander gebracht. Want Joris had een jong hengst, Mosito van Hellehof, was geen ganz schöne hengst. Maar den sprang abnormal. En hij had kwaliteit. Was niet am schönsten, maar kwaliteit had hij. Ik zei, Joris, du kriegst vier
junge Stute von mir und mache die tragend. Hat er gemacht, ich habe 4 Top-Pferde. Und Mosito ist jetzt ein der kommenden Hengste. Ja, ja. Man muss früh dabei sein. Das ist immer, man muss immer versuchen, um dem Markt vor zu sein. Genau, und das war, glaube ich, Tönne, bei dir, wenn ich das richtig weiß, als damals Cornet auf den Markt kam, bist du, glaube ich, einer der Ersten gewesen, der ihn benutzt hat? Bin ich damals mit der Akrobatstute, die ich hatte, die war im Sport. Und da bin ich sofort als Cornet Junker, es war zweimal hintereinander hingegangen oder vielmehr dreimal hintereinander und hatte das Glück, Cornado 1 und Cornado 2 zu ziehen daraus. Dann hatte ich ja einmal einen Ludwigs Asssohn, der kam aus einer Cornet-Stute. Das war auch das erste Fohlen aus der Stute. Also wir benutzen auch sehr viele junge Stuten. Und teilweise tun wir die jungen Stuten 1, 2 Fohlen und dann nochmal wieder in Sport. Ja. Und man sieht natürlich auch manchmal, wenn das so überragende Fohlen sind, hält man die Stuten auf. Man muss die guten Stuten halten, sonst geht es rückwärts. Das haben wir auch gemerkt. Man muss also mit den besten Stuten, die man hat, züchten. Und wir können unseren Zuchtfortschritt auch dadurch beschleunigen, dass wir auch Embryotransfer machen. Dann geht es natürlich alles noch mal ein bisschen schneller, auch bei älteren Stuten. Und wie seht ihr so die Zukunft, was die Pferdezucht angeht? Was braucht der Markt und so? Ich selber habe für mich jetzt festgestellt, dass wir gerade jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel Nachfrage haben, egal welche Kategorie Pferde das ist. Und wie seht ihr die Zukunft für uns Züchter, wie wir weiter, was wir machen müssen, damit das auch weiterhin ein lukratives Geschäft bleibt? Also ich glaube, wenn wir, wichtig ist, dass die Pferde sich reiten lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium, weil halt viele Leute reiten wollen, aber gar nicht mal den ganz großen Sport vielleicht anvisieren. Aber im Endeffekt sind die schon froh, wenn sie richtig gut auf M-Niveau reiten können und ein braves Pferd haben. Die sind sehr knapp momentan. Die sind im Prinzip ausverkauft, wenn man ehrlich ist. Und wie ist das bei euch in Holland, Eckbert? Genau dasselbe. Ah. Wir versuchen, ein Top-Pferd zu zuchten. Ja. Das ist normal. Aber wenn man Grand Prix-Pferde als Ziel hat, und man sieht, wie viel pro Jahr 1,60 laufen, das ist noch nicht 1% von der ganzen Zucht in Nordeuropa. Aber der Rest muss auch vermarktet werden. Und das ist wichtig, was Tönne sagt. Reitqualitäten sind unheimlich wichtig im Moment. Wo wir auch Wert drauf legen, muss ich ehrlich sagen, bei den Hengsten, dass sie auch aussehen wie ein Hengst, wie ein Vererber. Ein Hengst muss ein Hengst sein, man muss sich Unterschied machen mit einem Hengst und einem Wallach oder einem Stute. Ein Hengst muss ein Hengst sein. Dann kriegt man auch, das ist ein bisschen im Moment, was ich ein Problem finde in die ganze Zucht. Man will nur auf die kurze Termin gucken, ein Fohlen teuer verkaufen von einem populären Hengst und eine ganze Geschichte von den Stutenlinien. Aber ob das die beste Manier ist, das habe ich so meinen Gedanken über. Weil man muss doch immer eine gute Kombination machen. Das ist die Kraft von der Zucht. Ja. Immer besser werden und nicht nach dem ganz Alter von 40, 50 Jahren her, das glaube ich auch nicht hin. Eckbert, was du auch gerade gesagt hast und so mit diesem 1,60 Pferd, das ist auch unser Ziel. Wir wollen natürlich, wenn wir Hengste einsetzen und unsere besten Stuten haben, wir wollen das Olympia-Pferd züchten. Das ist unser Ziel. Ein Grand Prix-Pferd, das ist das Olympiade vom Zug. Genau, gibt es alle 4 Jahre, jetzt gab es alle 5 Jahre. 3 dürfen noch an den Start gehen bei den Springern. Also dass man dabei ist schon schwierig, aber das Ziel ist das Beste zu bekommen. Ja. Und ich kann nur für mich auch feststellen, was die ganze Zucht angeht, dass unsere Pferde viel, viel besser geworden sind als die wir vor 20 Jahren hatten. Ah ja, das ist und das ist überhaupt gar nicht mehr zu vergleichen. Nicht zu vergleichen. Aber das ist general. Das ist überall. Das ist auch in die niedrige Klasse sind die Pferde viel besser. Viel besser geworden. Und dass die Reitqualität bei den Pferden Reitqualität ist viel besser. Wenn man sieht, wenn man früher die Pferde arbeiten muss und Dressur reiten muss, bevor man leisten kann, da haben die Reiter jetzt haben das so leicht. Die sind alle rittig. Die sind rittig, die haben eine gute Einstellung, das muss auch sein. Und wenn man Stuten hat, die einfach schlechten Charakter haben oder wo sich das alles so durchsetzt, die muss man einfach dann ausmerzen und verkaufen, dass man wirklich nur mit den allerbesten Stuten züchtet.
Ich habe einen Vorschlag, ich habe einen Stute verkauft, einen ganz guten Stute. Der hat 5 Produkte gemacht, alle 5 an 40 oder mehr. Alle international gelaufen. Ich habe die Stute verkauft, weil die alle wie junges Pferd schlecht zu reiten waren. Ja. Hatte ich nicht verkaufen müssen, vielleicht. Aber ich sage, richtig, ja, das weil ist das mir dazu gehört. Zu viel Arbeit. Wir müssen auch weiter mit den Pferden. Ah, ja. Und es gibt unwahrscheinlich, finde ich, so viele, auch im Ausland, wir verkaufen auch viele Pferde, nach Skandinavien oder nach Amerika, du ja auch, ihr auch. Das sind all die hübschen Töchter, die gerne im Sport reiten, ja. Die haben Vermögen der Eltern, die auch gerne an diesem Sport teilhaben möchten. Die brauchen einfach Pferde, die bedienbar sind, die Blut haben heute. Und die müssen viel Saft und viel Blut haben heute, die Pferde, finde ich. Die müssen vorsichtig sein, aber die müssen auch bedienbar sein. Bedienbar sein ist sehr wichtig, weil die Pferde, wenn die nicht die Top-Qualität wie Springpferde haben, kann das noch ein Hunter werden, dann kann das noch ein Equitation-Pferd werden, dann sind die noch Geld wert. Ja. Und ihr habt jetzt nur über Springen gesprochen, aber ihr beide, auch gerade Tönne, du warst ja auch erfolgreich mit einem weiteren Prämienhengst, auch in der Dressur. Du hast ja deinen landwirtschaftlichen Betrieb auch ein bisschen dahin ausgerichtet, dass du Dressur und Springpferde vermarktest. Und mit den Dressurpferden und Dressurhengsten, gerade auf den Körungen, hast du auch schon viel Glück gehabt. Ne? Ja, das stimmt. Aber auch da nehmen wir oft Junghengste wieder. Ja. Und auch eben die besseren Stuten dabei. Das klappt im Prinzip ganz gut. Ja. Wie ist das bei euch? Wir haben ja bei den Holländern, die sind ja sehr stark vorne, auch in der WBSSH-Liste mit euren guten Nachkommen. Oft haben Jäger so ein bisschen das Gefühl, manchmal, dass sie doch zu scharf sind, dass sie für den Amateur gar nicht zu reiten sind oder etwas schwieriger sind. Wie habt ihr euch darauf jetzt eingestellt? Was setzt ihr da jetzt ein? Das ist auch besser geworden mit den Jungpferden. Die sind auch richtiger geworden. Und einfacher, ne? Ja, und einfacher. Gut. Aber das muss auch sein. Ja, ja. Die waren zu scharf geworden. Ja, die waren zu scharf, ne? Ja. Also seid ihr beide, genau wie ich, aus der Landwirtschaft kommt, aber doch eigentlich frohen Mutes, dass unser Geschäft, wenn wir gute Pferde züchten, sie gut ausbilden und ein gutes Geschäft haben, zufriedene Kunden haben, dass unsere Enkelkinder davon auch noch gut leben können. Oder, Tönne? Bis jetzt bin ich nur sicher. Also meine Tochter ist sehr motiviert in den ganzen Spiel. Ja, sehr schön. Also, und das macht auch Spaß, wenn es weitergeht. Ja. Und bei euch geht es ja auch weiter. Das geht immer weiter. Und das ist eben auch schön. Und gute Pferde bleiben gefragt über die ganze Welt. Ja. Was mir noch ein bisschen fehlt, wie bei dir auch, ich habe ja dein Video gesehen, wenn du auf deiner Farm in Paraguay bist, wenn du auf deinem Pferd sitzt, wie heißen diese bunten Dinger noch, und deine Rinderherde treibst. Das wäre ja, auch mal so ein Traum von uns beiden, Tönne, oder? Ja, das wäre nicht schlecht. Aber da sind die Holländer uns einfach ein Stück voraus. Das war ein nettes Gespräch, vielen Dank auch.